Ja, Freunde, wir sind wieder zurück auf dem Uncut-Channel und gehen wieder rein in die nächste Uncut-Solo-Runde, wo ich hier den Zuschauern im Stream zuschaue, beziehungsweise ich sag den Leuten halt, hey, packt euch Uncut rein und sucht mit mir gleichzeitig eine Runde. Wir haben schon eine Runde gemacht, die war sehr, sehr nice, die war sehr, sehr wild. Ich hoffe, diese wird ähnlich wild. Davor hatten wir sehr viele Performance-Probleme. Ich musste den Stream neu starten, ich musste Game neu starten, alles Mögliche. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles und wir sind gespannt, wer sich hier alles mit in der Lobby befindet. Ich habe richtig geile Frames jetzt, ey. Ich glaube, ich müsste öfter mal den Stream und so neu starten. Ich glaube, Stream-Restart bringt echt was, was so Frames und sowas angeht. Wild. Also gut, im Gulag haben wir ja sowieso generell mehr Frames, aber ja. Wir haben keine Regeln diese Runde, außer keine Chucks fahren, weil in der letzten Runde dann doch irgendwie im Endgame wieder drei Chucks waren. Wie auch immer, wenn es so fünf Chucks insgesamt in Solos gibt. Uncut Chris und Jutti knallen sich hier im Gulag die Schüsse um die Ohren. Mit wem bin ich jetzt drin? Mit? Sag mir bitte nicht wieder hier Anakin Skywalker, das wäre zu wild. Nee, Frosty, okay. Frosty, komm ran. Was hast du für einen Finisher? Oh, nice. Oha, oha, voll den Brutalen. Junge, voll brutal. Hier wird in den Chat geschrieben, Ausrufezeichen Gewicht. Als würde es so ein Command geben mit Stylus wiegt 80 Kilo. Wild. Okay, aber dann schauen wir doch dem lieben Frosty zu. Ich habe Anakin geholt, Lul. Oh, okay. Anakin dann wahrscheinlich schon ganz raus. Aber dann schauen wir Frosty zu. Der in der alten Hood landet. Ehre. Oh, so wild. Das ist wirklich einfach die alte Hood. Ich sag's euch, wie es ist, weil da sind wir am Anfang von Warzone. März 2020. Ja? MP7 Bodenloot. Sind wir da einmal gelandet. Und es war sauwild, weil hier ist eigentlich immer ein Shop. Der war früher woanders. Und ja, war wirklich geil, weil jeder hatte so sein eigenes Haus. Bin mal bei Bank gelandet. Phil ist irgendwie immer, glaube ich, so bei Dreiecksblue und sowas gelandet. Floyd dann bei dem Blue oben, wo dann diese, wo man die Leiter hochgehen kann. Und dann ist man auf dem Dach. Also hier, das ist jetzt, was mittlerweile Red ist. Und so hatten wir richtig schnell unser Loadout. Sind dann rübergegangen zu Superstore oder vielleicht mal zu Downtown, je nachdem, wie die Zone war. Wirklich nice. Wirklich ein geiler Landespot. Ein geiler, geiler Landespot. Wirklich wilde Zeiten. Cheater in der Lobby. Magnetic Bullets. Oh nein. Oh nein. Timo Werner ist Silas auf Wish bestellt. Ich glaube auch, ja. Aber Slide canceln, nicht so Frostys Ding irgendwie. Uncut Brian wird hier in den Rücken geschossen. Unkorrekt. Also er drückt zu schnell X wieder. Also ein Springen nach dem, nachdem er seinen Slide gecancelt hat. So bewegt er sich dann nicht von der Slide-Position in die aufrechte Position, sondern er springt. Das ist ein Anzeichen dafür, dass du zu früh wieder X drückst. Also X ist auf meinem Controller, weil ich PlayStation-Controller spiele. Wishchokes. Ja, Wishchokes sind ein bisschen alt. Muss man sagen, ein bisschen ausgelutscht. Aber ich muss sagen, sie sind noch nicht... Ich finde sie nicht so 0 von 10, dass sie so komplett ausgelutscht sind. Manche gehen noch, aber generell eher ein bisschen ausgelutschter Joke. Eher ein bisschen ausgelutscht. Okay, Frosty. Ein Kill schon gemacht, aber der wurde auch schon davor angeschossen. Das heißt, hier müsste eigentlich noch einer sein. AKU vom Boden. Bodenloot, generell so nice, ne? Auch immer Schalldämpfer und sowas mit drauf oder richtig oft. Ja, nice, nice. Schießt hier Hellfighter in den Rücken. Da steppt aber noch einer. Da steppt noch einer. Oh. Ui. Ghost Luki wird in die Seite geschossen. Und Frosty kriegt zwei Sniper-Hits. Schütteln wir das einfach ab. Schütteln wir das einfach ab. Okay. Wenn er das sagt, dann machen wir das so. Ah, Bodenloot ist wirklich wild, ne? Also das einzige Problem, was ich damit habe, du könntest die AKU jetzt beispielsweise halt auch, könntest du direkt Geist, Pharah, Geist, LMG, sonst irgendwas holen für Range und hättest halt direkt deine Bodenloot Secondary, weil, also die ist halt, die geht voll klar so, die kann man so spielen. Warum? Hey, geh doch vor, achso. Frosty wusste direkt, dass es eine Baitgranate ist. Also ich hab's jetzt gecheckt, so nach 2-3 Sekunden, aber er wusste es direkt einfach. Frosty besser als ich. Schlauer, intelligenter, besser aussehend, alles. Mehr Geld, alles. Besserer Mensch. Einfach besserer Mensch. Und bessere Warzone-Spieler, aber das geht ja mit einher, so, ne? Aber ich glaube, hier ist niemand mehr. Ich glaube, hier muss er nicht mehr rumluschern.
Vaporizer oder so heißt der. Cheetah ist aktuell in Downtown. Oh no, oh no, oh no. Salas Bless bitte in den Chat. Und an die Leute, die auf YouTube vorbeischauen, einfach ein bisschen mitbeten jetzt, dass hier niemand in der Lobby cheatet, wie der Chat mir das hier gerade sagt. Ja, ja, oben, oben, hochgucken, hochgucken, hochgucken. Ja, da ist er. Hey, 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 Frosty! Frosty? Frosty? Frosty! Und Luis wird danach. Nein! Frosty! Oh Mann. Frosty, ja. Das Ding ist, ich bin mir ziemlich sicher, Frosty hat keinen FOV. Frosty spielt auf Konsole. Das heißt, er hat ihn am Anfang da gar nicht gesehen. Ihr müsst es ja so sehen, auf Konsole siehst du nur das. Das ist so scheiße, ne? Direkt wieder hochbumpen hier, FOV. Er hat es nicht im Sichtfeld gehabt, bin ich mir ziemlich sicher am Anfang. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Armer Frosty. Und Kerem. Kerem habe ich in der Pregame-Lobby getötet. Malt hier Herzen an die Wand. Kerem, Grüße gehen raus. Lad bitte deine C58 nach. Und gib die Platten. Bitte die C58 nachladen. Oder noch ein Herz an die Wand sprayen. Ist auch gut. Prios musst du selbst wissen. Jetzt aber nachladen. Nee. Okay, erst die Schweizer nachladen. Nee, erst die C58. Nee, erst die Schweizer nachladen. Okay. Erst die Schweizer nachladen. Jetzt die C58. Jetzt die C58. Ja, okay. Ja, ja. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Okay, campt hier ein bisschen, muss man sagen. Aber ich meine, er verbringt auch seine Zeit damit, Herzen an die Wand zu sprayen, ne? Ist okay. Ja, ist okay. Einer steppt unter ihm. Ich weiß nicht, ob er es hört oder nicht. Mit dem. Wie heißt es? Royal Cross? Ja. Wild, wild wird hier gespielt auf jeden Fall. Ich habe einen 25 Zoll Monitor zum Spielen und alle anderen Monitore, die ich habe. Also ich habe hier noch zwei für Chatten, alles mögliche. Und Stream zum Einstellen und Browser und Musik und so. Das sind 27 Zoll. Aber ich spiele auf 25 Zoll und das finde ich auch perfekt. Ich würde nicht auf größerem Bildschirm spielen wollen. Weil dann ist es auch einfach zu weit. Wenn der Bildschirm zu groß ist, dann musst du zu weit quasi auf deine Minimap und sowas schauen. Oh, Achtung, C58 in Action. Hat der Einzelfeuer gerade gespielt? Hat er so einzeln getappt? Der hat nicht durchgezogen, oder? Die schießt doch schneller. Also die hat eine langsame Feuerrate, aber die schießt doch schneller. Kerem, auf, mach was! So war das jetzt nicht gemeint. User 2087-3256 tötet Kerem. Schade. Schade, schade, schade. Das ist die letzte Runde jetzt dann heute. Er hat MG auf Gold schon. User, so ein Geek. User, so ein Geek. Und schön die Cold War MP5 auf Diamanten noch. Nice Shots. Oh, Freakill. Oh, das MG ist so stark. Das Teil ist so stark. Das wird so genervt. Aber einfach Gold-LMG schon. Was ein süchtiger Mensch. Oh, nachgeladen, rein da. Hätte schon viel früher auch wieder abbrechen können. Ich glaube, links von den Garages war gerade einer. Not sure. Da springt ein bisschen rum, geht auch. Ui, wieder von Top Red hinter ihm, glaube ich. Aber gutes Loadout. Cold War MP5 und MG82 ist ein interessantes Loadout. Das ist halt so krank, ne? Bitte schieß ihn da nicht raus. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Alter. Das Teil ist so OP, ne? Das ist so OP. Es ist so krank stark, das Ding. Okay, hier ist keiner unter ihm. Spielt nicht mal Tiger Team auf der MP5, sondern wirklich den Lauf für... zum Sprayen. Mir fällt es nicht ein. Hipfire. Hipfire. Na. 66. Platz. Was du, Hakuna Matata? Und der nächste Tod. RIP. Herdes mit Stylus im Clantech. Beziehungsweise Stilz. Wird hier auch aus dem Leben genommen von dem MG. Du hast auch keine Reaktionszeit mit dem Ding, ne? Hä? Okay, kurz Recall testen. Und doch lieber dann zum MG greifen.
Warum heißt der User 20? Wieso hat er keinen gescheiten Namen? Why? Nicht einen Hit, einen Hit. Okay, zwei Hits hat er bekommen jetzt. Ich dachte schon, wie kann man so lucky sein? Ist da nicht links eben einer gewesen? Nee, ist keiner gewesen. Okay. Okay, okay. Ich hab gejobbt wieder. Nice. Nice. Nice, User. Nice. Sehr, sehr nice. Dieses Auto auch sehr, sehr wild. Der hat so brennende Reifenspuren einfach. Ja. Perfekt, User. Gut gefahren. Aiden macht das auch mit dem Namen, okay? Heißt es einfach Aiden. Oh nein. Oh rip. Oh rip. Oh rip. Oh, noch geshieldbreaked. Junge, das Teil droppt so schnell, ne? Aber Särgen ist auch wieder in der Lobby. Hä? Särgen? Wir haben gesagt, ohne Trucks. Särgen? Sehr disqualifiziert. Game hat gemerkt. Nein. Nee, nee, nee. Wir schauen lieber Resco zu. Okay. Der hier mit dem Zug fährt. Der hier mit dem Zug fährt. Und die gute alte Amax spielt. Und gute Shots kassiert. Und von links ist, glaube ich, auch noch gerade ein SUV ausgestiegen. Oder ist, glaube ich, sogar noch ein anderer auf dem Zug. Auf den der vom Berg gerade geschossen hat. Ja, oh, 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 über ihm, glaube ich. Über ihm? Oh, ich glaube, er hat ihn aber noch gesehen. Ja, er hat den Safe gesehen. Oh, aber nice Shots. Nice gemacht. Sehr schön. Wieder drauf auf den Zug. Erster Kill. Ja, nochmal zwei Platten rein. Oben auf dem Berg. Oh, 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 ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Ah, er muss nicht drauf. Er muss nicht drauf. Er kann doch auch einfach kurz den Headglitch da usen. Wird gefinisht von Dr. Oetker. Dr. Oetker, wieder einfach nicht damit beschäftigt, Pizzen zu machen, sondern einfach wieder die Leute in den Uncut-Runden durch die Lobbys zu schießen. Oh, da wird der oben gerade gepusht. Ja, und RIP. RIP Benzema. Nee, Sir Benzina. What the fuck, ich habe irgendwie Sir Benzema gelesen. Okay, von Herherd. Herherd war jetzt auch schon öfter dabei in den Uncut-Runden. Guter Spieler. Der hat jetzt schon, ich sag, 6 Kills. Ja. Ich wollte wirklich 6 Kills sagen. Ich weiß, man hat schon fast angezeigt bekommen, aber gut geschätzt. Gut geschätzt. Bin der Beste. Bin der Beste. Oh, Herr Herd auch knapp gewesen gerade. So gemein, wie manche hier ständig reinkommen, ja. Ich kann es halt nicht beeinflussen, so, ne? Ich kann es halt nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wieso, weshalb, warum man hier in die Runden kommt. Oder mit, man, mit welchen Leuten connected und mit anderen nicht. Oh. Heißt übrigens Herr Herd, ja? Nicht Herbert. Ist nicht Herbert. Ist Herherd. Herherd ist sau schwierig irgendwie auszusprechen. Das geht so schwierig über die Lippen. Weil du willst einfach sagen Herbert, aber er heißt nicht Herbert. Er heißt Herd. Herherd. Es klingt ein bisschen so, als würde man Herbert stottern. So, als würdest du dann so Herbert sagen. Aber es ist einfach Herherd. Ja, komm, wir reden nicht mehr drüber. Und zwei SUVs, die da langfahren. Auf jeden Fall spielt er Ferrer und... Ich habe gar nicht drauf geachtet, welche Secondary. LC10? Was ist eine LC10 Secondary? Ja, LC10, Giftpfeil aus dem letzten Season Pass. Oder vorletzten sogar. Ja, vorletzten. 11.300 auf Tasche, Shop neben ihm. Könnte sich maybe eine Drohne kaufen. Oh, komm, 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 nimm sie mit. Ja, nimm sie mit. Geil. Das steppt einer. Rechts. Ich glaube, genau in dem Raum drin. Geist? Oder oben, maybe? Oder unten? Aber ich habe ihn auf jeden Fall sehr laut steppen hören. Ich habe ihn steppen hören. Hm. Hm, hm, hm. Aua, aua, aua. Ich hab's ganz schön erwischt. Such aua. Medizinische Versorgung. Ey, das war meine Nagelpistole. Aua, 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 aua. Aua, aua. Ganz dummes Timing, aber ich wäre liegen geblieben an deiner Stelle auch. Ich wäre davon ausgegangen, dass er pusht und wäre liegen geblieben da. Maybe eine Platte oder sowas und dann so... So Snake peeken halt. Aua, aua, aua. RIP Herbert.
Herr Herd. Herr Herd. Erbitte Aufklärungsüberflug. Junge, was spielt der für ein Charakter? Erbitte Aufklärungsüberflug. Klettert der andere gerade da diese Leiter von diesem... Wie nennt man das? Schornstein? Riesenschornstein? Klettert der gerade da hoch? Oder ist er da oben maybe einfach? Ist er da? Aber Noxy scheint ja auch ganz schön geeky unterwegs zu sein, sagen wir es mal so. Level 7 hat noch nicht so viel gespielt die Season. Geld will er nicht nehmen, nö. Scheiß auf die $800. Ah, besser ist. Imagine, man ist so reich, dass man einfach auf $800 scheißt. Aber er muss da auf jeden Fall runter, der Gegner. Egal, ob er auf dem Schornstein oder sonst wo sitzt, er muss da runter. Es heißt Schornstein, ne? Es heißt Schornstein, auch wenn es so groß ist. Noxy, auch ein aktiver Spritzer mit 6 Kills, ja? Ja, ja, ja. Einfach fast so viele Kills, wie er Level hat. Ah, nice ist... Also, sein Spielverständnis ist auch sehr gut, wie die Deckung nutzt, um rauszupieken, währenddem er sich Platten gibt und sowas. Immer, das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr in so einer Situation seid, nach Informationen suchen, sage ich mal. Beziehungsweise nicht einfach nur hinter das Auto legen und hoffen, dass er nicht kommt, sondern wirklich pieken, sich Platten geben, wieder runter und sowas. Der wird einem dann schon nicht währenddem, also wäre sehr unlucky, wenn man dann einen Headshot-Snipe kassiert, so, ne? Aber es ist sau wichtig, dass du immer die Information hast vom Gegner, wo er sich gerade befindet, ob er dich pusht und sonst irgendwas. Genauso. Rechts, links pieken. Das ist jetzt scheiße gelaufen, aber so gut gespielt! Und No Name Boy im Chat, beziehungsweise Rafalo Soldier, wird da hops genommen. Aua! Aua! Stark gespielt, Noxy. Sehr, sehr stark gespielt. Wird da leider rausgesniped von Mercs, der hier auf dem Haus sitzt mit Milano und der Schweizer. Und runterspringt. Aua! Aber das war krass gespielt von Noxy, muss man sagen. Krass, krass, krass gespielt. Erwartet man halt auch in den meisten Fällen nicht, dass jemand so One-Shot geschossen wird in Re-Challenge, ne? Erwartet man nicht. Deshalb ist Rafalo Soldier bzw. No Name Boy da halt dann logischerweise gepusht, weil also er hat den One-Shot geschossen, sondern er kann halt da eigentlich mit gutem Gewissen pushen. Es sei denn, du spielst gegen Noxy, der da raus-challenged wie ein Geisteskranker. Milano besser geworden. Milano wurde stark verbessert sogar, ja. Milano ist jetzt wirklich, wirklich gut. Nicht die beste SMG, nicht Meta, aber wirklich, wirklich, wirklich gut. Muss man sagen. Wenigstens hatte er so viele Kills wie Level. True. Er hat 7 Kills gehabt und war Level 7. Also, Noxy hat seinen Job getan. Einfach bester Warzone-Kommentator. Wirklich, ich muss es irgendwie hinbekommen, dass wir irgendwie ein eigenes Turnier von mir gestalten können. Ich habe Bock, wirklich zu kommentieren. 21 Zuschauer, ja. Ja, natürlich hat er einen, also... Er hat 21 Zuschauer, weil die ganzen Leute auch von mir, die hier mitspielen, drinbleiben. Oha. Auch von dem angeblichen Cheater, der in der Lobby war, habe ich übrigens noch nicht gesehen. Wo war der Gegner überhaupt? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Also klar, er war da irgendwo bei den Gadgets, aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber Schweizer ist auch sehr, sehr wild, ne? Damit meine ich jetzt nicht das Volk. Ich habe auch schon ganz oft gesagt, Schweizer nicht so nice. Und dann immer Leute, die aus der Schweiz kommen, mir zugeschaut haben, so, ey! Es geht natürlich um die K31. Boah, so knapp! Oh. Aber was willst du gegen CRG Racer machen? Er ist halt ein Racer. Er ist ein Racer und RIP. Driftet Markus, heißt er wahrscheinlich. Einfach umgedriftet. Kurzes Moin-Hupen war das, so auf der Arbeit. So wenn Nachbarn so an sich vorbeifahren, so meh. Meh. Aber die Schweizer ist jetzt wirklich nice. Die Waffe Schweizer K31 ist jetzt wirklich nice. Oh, er wird verfolgt. Oder? Wird er verfolgt? Hier ist auch gelootet, hier könnte tendenziell jemand drin sitzen. Mhm. Was spielt er eigentlich? Ich habe jetzt wieder nicht drauf geachtet. Er spielt die LC-10. Das ist klar. Aber was ist eine Primärwaffe? Ich habe es wieder nicht gesehen. Ich habe nicht drauf geachtet. Taugt die SAR was? Die ist in Ordnung, ja. Ah, okay. Farah. Die gute alte Farah. Mit dem 45er Mac. Auch sehr gut. Schmeckt sehr gut. Hm.
Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Hm. Sohn ist noch relativ groß. Oh, er hat Sohn. Oh, bitte, bitte passiert jetzt aber hier was. Bitte, bitte, bitte passiert hier was. Herz? Jawohl. Das obligatorische Herz an die Wand. Das muss auch manchmal einfach sein. Aber ich habe sogar gedacht, dass viel mehr Leute das LMG spielen, um ehrlich zu sein. Maybe, natürlich kann sein, dass die Leute das noch nicht frei haben, es nicht gelevelt haben, es deshalb nicht spielen wollen oder so. Aber ich dachte, dass hier eigentlich die ganze Lobby voll ist. Und es war auch in der vorigen Lobby schon nicht so. Aber ich dachte, dass jeder LMG spielt eigentlich. Dass jeder LMG spielt. Um TT-Zeitüberschreitung, ne, habe ich auch gerade gelesen. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ich sehe XM4 gut als Sniper-Support. Ja, sehr gut sogar. Mhm. Ja, ja, ja. Checken, ob da irgendwelche Leute im Busch liegen. Wichtig. Mhm. Mhm. Komm, Junge. Auf geht's, CRG-Racer. Mach was. Mach was. Da oben gerade, glaube ich, jemand geschossen, meine ich. Ich sehe auch wirklich gar nichts. Es bewegt sich überhaupt nicht. 16 Leute live noch, 15 Gegner. Oh, die Reactive Ferra sieht wirklich eigentlich nice aus, ne? Muss man sagen. Ist wirklich nice. Aha, aha. Da könnten safe halt auch welche sein. Das Problem ist, dadurch, dass er sich jetzt aktuell nicht bewegt, alle Leute, die halt auch gerade irgendwie noch in der Runde sind und den Stream nebenbei offen haben, die wissen, wo er ist. Deshalb... Wenn ich euch zugucke, ich kann euch nur empfehlen, das ist erstens für die Leute, die zuschauen, nicer und auch für euch in den meisten Fällen nicer, wenn die Gegner dann nicht wissen, wo ihr seid. Bewegt euch. Bewegt euch. Zwei mit Einsatzschild und so teamen. Och nee, ohne sowas. Ohne sowas. Zockst du auch noch? Nee. Nee, 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 nee. Wir machen jetzt nur noch diese Zuschauerrunde quasi jetzt gerade. Das machen wir sonntags immer so. Ich spiele erst selbst ein bisschen mit meinen Jungs oder Solo oder sonst irgendwas halt. Und dann gehen wir rein in die Uncut-Runden. Nice. Erst noch Daumen nach oben für den Präzisionsluftschlag. Mhm. Wurde so dreckig weggeschimmelt. Ja, Solos halt, ne? Ist halt Solos. Ja, komm, schön die ganzen Türen noch zumachen. Aber er muss raus, glaube ich, oder? Also er kann da zwar oben hier in dem Eck... Ne, er kann da bleiben, ne? Er kann da bleiben. Und es pusht ihn niemand. Niemand pusht ihn. 12 Leute live. Aber die Leute sterben hier weg und ich bekomme auch einfach nichts mit. Ah, jetzt die ersten Shots, die ich seit 2 Minuten höre oder sowas. Von hier drüben. Da läuft einer. Ja, 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 ja. Ben Ran Vader wird getötet von CRG Racer. Mit der Mounted Ferra. Da auch ein Schluck Wasser. Wasser wichtig, Chat. Und Leute, die auch das Video schauen. Viel trinken bei den Temperaturen. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ich habe auch im Stream jetzt schon wieder 2 Liter getrunken. Eigentlich gar nicht mal so viel, ne? Oh! Pochi! Ich weiß immer noch nicht genau, ob er so ausgesprochen wird, aber... war jetzt auch schon öfter in Uncut-Runden dabei. Holt CRG Racer aus seinem Nest. Immer schön Alkohol trinken. Nein, natürlich Wasser trinken. Natürlich Wasser trinken. Oh, er hat das Totenschild nicht mitgenommen. Totenschild wäre jetzt, glaube ich, big gewesen. Puri mit der MAC-10 und der Ferra, glaube ich, am Start. Hier sitzt niemand drin. Oha. Pole Position ist hier oben. Niemand sitzt da. Pole Position. Ne, Milano. Milano sogar. Warte mal, bin ich blöd? War das jetzt eine MAC oder eine Milano? Was ist das, eine Mac oder eine Milano? Eine Milano! Ah, ich bin blöd. Ich bin blöd. Es tut mir leid. Die Animation von der Milano übrigens sehr, sehr wild. Links schießt da jemand. Das würde ich nicht machen. Wenn es klappt, dann habe ich nichts gesagt. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Oh, da einer auf jeden Fall schon mal mit Schild drin. Good to know. Hier vorne muss noch einer crossen. Digga, die Ferra ist ja jetzt wirklich anders wild, ne? Ferra ist jetzt wirklich wild. 3, 2, 1. Rechts, 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 Puri! Ja.
Jawohl, jawohl, jawohl. Guck doch weiter dahin, guck weiter dahin. Er muss. Lass ihn nicht in Deckung kommen. Rechts! Jawohl. Alter. Also er sitzt zwar jetzt auch im Haus, so, ne, aber das ist jetzt logischerweise für die Endzone einfach die Pole Position auch. Wäre blöd, wenn er den Spot da nicht used, wenn da davor eh keiner drin saß. Vor mir sitzt einer drin und dann gibt es noch einen anderen. Oh, und die Zone ist so gegen ihn. Wo ist der dritte, ist die Frage. Wahrscheinlich irgendwo links hier. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, hinter ihm. Oh, er kommt in Deckung. Oh, wichtig und richtig. Wichtig und richtig von Pochi. Und jetzt wird er gepusht von Stunts. Aber der vor ihm hat auch Stunts. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Großen Bogen, Baby, laufen. Großen Bogen, Baby, laufen. Wieder gestunt, nice. Ja, das ist der Kill. Nein! 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 Das hat er nicht gemacht! Oh mein Gott! Pochi wurde hops genommen! Oh mein Gott. Alter, GG, was war das für eine Runde? Okay. Wilde Runde. Wilde Runde. Wildes Ende. Wildes Ende. Sehr, sehr nice. Alter, was habe ich mir da gerade angeschaut, ey? Was war das?